Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf dem GroupCraft Server. Ja, wir sind hier am Erkunden und müssen ein Wüsten- oder Savannenbiom finden. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt warm ist, wahrscheinlich dieser Wald, aber sonst ist leider alles relativ kalt. Vor allem hier oben dieser Schnee. Ich hätte gerne hier im Süden eine Wüste oder Savanne, aber warm sieht es leider hier nicht aus. Ich weiß nicht, in welche Richtung in dieser Bauwelt die warmen Biome sind. Ich müsste mal auf der Dünnmap nachschauen, aber leider ist die Dünnmap momentan ein bisschen verbuggt. Sie wird nicht aufgedeckt, wo wir waren. Nur vereinzelt Biome werden aufgedeckt. Hier hätten wir einen schönen Berg, also hier könnten wir recht gut etwas bauen, aber nicht im Western-Stile. Das ist ein bisschen problematisch. So, für die, die das, den letzten Part nicht genau geschaut haben, ganz geschaut haben, ich habe eine, ich suche Ideen für das Western-Setting, wenn ihr Ideen habt und, wenn ihr das sehen wollt, wie ich das baue. Ich hätte noch einen anderen Vorschlag, der ist ja schon länger so. Nämlich soll ich im Weltraumstile bauen und im Prärel, also am Boden bauen und im Weltraumwelt bauen, oder soll ich hier im Westernstil bauen? Also welches wollt ihr lieber sehen? Oder soll ich beide zeigen, einfach im Wild abwesend oder sowas, oder beides zusammen? Ja. Weil ich Western eigentlich gut bauen kann. Weltraumstil kann ich auch recht gut bauen. Einfach was ich nicht will, ist immer im gleichen Stile bauen, nämlich Mittelalter-Stil. Das möchte ich momentan nicht. Kann ich dann wieder, wenn ihr wollt, also... Wenn ihr unbedingt auch wollt, dass ich im Mittelalter-Stil baue, da dürft ihr das gerne natürlich auch sagen. Ich bin einfach so ein Let's Player, der gerne hat, dass ihr wählen dürft. Wenn ich nicht wähle, dann mache ich selber irgendwas, und wenn es dann halt nicht so beliebt ist und niemand sagt, dann bekomme ich wieder weniger Aufrufe, und das will ich auch nicht. Also am besten, am liebsten ist, wenn ihr immer alles wählt. Ich bin einer, der sich gerne euch unterwirft. Nein, einfach, ich bin einer, der interaktiv ist, ein YouTuber, der gerne einfach Sachen macht, was ihr möchtet, was die Zuschauer möchten und nicht, was ich möchte. Weil ich bin einer, der... nicht unbedingt alles von ihr aus sein muss. Ich muss nicht erfolgreich sein, ich muss nicht beliebt sein. Aber ich will einfach, dass die Zuschauer auch etwas wünschen dürfen. So. Und hier haben wir wieder normales Gebiet, aber nie eine Wüste. Das ist ein bisschen blöde. Am liebsten hätte ich immer alles im Savannen- oder Wüstenstile, aber das müssten wir schon fast generieren lassen. Und mehr Welten möchte ich auch nicht machen. Und will Floß auch nicht machen, sonst ist der Server dann viel zu gigantisch. Ja, das sind eher Dinggebiete, kalte Gebiete. Dann gehen wir jetzt zurück zum zu unserem Haus. So, ich wollte am letzten Part eine Rüstung machen aus Diamanten. Dafür müssen wir leider unsere Diamanten opfern. Die haben wir nicht hier drin. Die haben wir hier drin. Ja. Beginnen wir mal mit dem Diamant-Chest, die Hose und das, der Helm. Und was fehlt noch? Die Schuhe können wir auch schon machen. So.
Verzaubern möchte ich aber eben und nutzen möchte ich zuerst nur den Brustpanzer. So, verzaubern nur der. Wir haben zu wenig Levels, da können wir leider noch nicht machen. Tun wir mal den Hühnern ein bisschen helfen. Hallo, Hühnchen. Ich habe hier noch Seeds für euch. So. Uns ist wichtig, dass wir jetzt dann auch noch die Falle machen können. Dazu werde ich... Nein, ich muss nach oben. Dazu muss ich zuerst aus Eisen... Da haben wir Eisen. Trichter machen. Wie gehen Trichter? Ja, wie gehen Trichter? Ich weiß nicht, wie Trichter gehen. Wie gehen schon wieder Trichter? Es ist noch etwas dazwischen oder drin. Ich weiß es jetzt nicht. Das ist ein bisschen blöd. Das ist zwar schon mal fast peinlich. Das ist ein Eimer. So. Minecart. Helm. Etwas ist noch dazwischen, ich weiß es nicht. Okay, dann machen wir das im nächsten Part. Dann habe ich auch nachgeschaut. Ich muss jetzt hier noch zur Kiste gehen. So, wir hätten hier Eier. Dann brauchen wir die noch auf. Nein, geh rein. Ja, geht selbstständig rein. Oh, jetzt haben wir mehrere. So, die Eier brauchen wir nämlich nicht. Dann haben wir schon mehrere Hühner. So, haben wir noch mehr Eier? Ja. Okay, sind keine mehr rausgekommen. Schade. Die werden reif, das ist schon reif. So. Machen wir hier noch eine Fackel hin. Dann haben die genug Licht. Dieser Baum lasse ich noch. Dann gehen wir mal in die Farmwelt und leveln noch ein bisschen. So, hier sind wir in der Farmwelt. Muss man kurz schauen, wo Süden ist. In diese Richtung müssen wir gehen. Gut. Hier haben wir Skelette. Ja, wir brauchen einfach... Egal welche Art, brauchen wir Level. Hexen geben, glaube ich, 5 EXP. Die geben wir am meisten. Hühner geben wir am wenigsten oder fast am wenigsten. So. Wieso kann ich die nicht erwischen? Das Gras ist immer davor zu nah. So. Einen Creeper hätten wir da noch, den lassen wir mal in Ruhe. Wir verlieren leider viel Hunger. Gibt es hier keine Kühe, wo wir ein bisschen Fleisch bekommen. Spinnen können wir noch töten. Lol, habt ihr es gesehen? Die ist irgendwie reingebockt in mich. Ich brauche Kühe, weil ich Siegs brauche. Das ist keine Kuh, das ist ein braunes Schaf. Ja. Sehr selten. Ich finde einen von jedem Part ungefähr 20 weiße, braune Schafe. Noch ein braunes Schaf. So. 21 Parts. Oh, Endermen geben doch viel. Sodele. Noch mehr Gegner, bitte. Etwas, das mehr XP braucht, gibt, möchte ich doch gerne. Aber leider hier nirgends. Ich möchte noch in der Wüste bleiben.
Hier spawnen zwei Creeper, das ist auch nicht so gut. Naja, hier ist nichts mehr. Schade, Wüste ist fertig. Ups. Seufzer. Oder Rübser eher gesagt. Spinne. Nochmals eine Spinne killen. Gut. Tja. Es ist wieder nicht so eine gute Farmwelt. Ich weiß nicht, wann mal eine gute Farmwelt spawnt. Aber scheinbar nie. Schade. Zombies meine ich. Schade, schade, tralala, tralala, tralala. Na gut. Keine Schätze. Squids könnten wir noch ein paar töten. Die spawnen ja sehr selten. Da hat sogar Kühe. Auch gut. Ja, komm raus. So. Da haben wir nochmals. Und wo ist der letzte Squid? Okay, nirgends. Schade. Ein Sattel habe ich auch nicht dabei. Hätten wir auch mal mitnehmen können. Wir müssen einen Spawner finden. Und Spawner sind unterirdisch. Da müssen wir fast schon irgendwo runtergehen. Also Eisen haben wir genug, das haben wir gesehen. Da haben wir mehrere Stacks Eisenerz, das wir noch braten müssen. Dann gehen wir in die nächste Höhle. Das ist keine Höhle. Beim Spawner könnte dann auch ein Ding sein. Ein Sattel. Da können wir hier Pferde mieten. Da ist eine Höhle. Haben wir hier irgendwo einen Spawner? Nein, war Lava. So, ich hätte gerne einen Spawner. Wie spawnen? Wie selten sind Spawner ungefähr? Wie groß ist unsere Chance, dass wir hier unten ein Ding finden, einen Spawner? Nicht gerade groß, aber wir versuchen es mal. Könnten wir hier gleich mal zumachen. Naja, es geht nicht so gut. Jetzt. Wir haben es erwischt. Ist das Wasser nicht endlich? Doch, das geht. Das fließt ab. So, Creeper, gib mir XP. Die Suche nach dem Level 30. Bisschen Kohle abbauen. Kohle haben wir noch nicht so viel. Ah ja, wir haben jetzt ein Effizienz 5 Schwert. Sehr gut. Ah, das tut schon viel ausmachen. So, wo haben wir einen Spawner? Ein bisschen Gold mitnehmen. Noch ein bisschen Eisen mitnehmen. Das brauchen wir zum Kohle mitnehmen zum Eisenschmelzen. Ich bin immer wie verwirrt. Der verwirrte alte Let's Player, der so viel Sport macht, dass er nicht mehr richtig reden kann. Weil er schon richtig viel sich konzentrieren musste im Sport. Oh, der arme Drago Basler. Der ist so arm, dass er nicht aufnehmen kann. Wie schlimm denn das ist. Tja, ja, ja. Ich erzähle zu viel Bullshit. Ah, das gibt EXP. Sehr schön. Da unten möchte ich durch. Irgendwo muss doch ein Spawner sein für den Drago Basler. Heute ist Sonntag. Keine neue Farmwelt, dann lassen wir eine Woche noch die Farmwelt, weil dann kann ich eine Monsterfalle bei dem Spawner machen für EXP. Das ist doch wichtig. So.
Was haben wir denn für Zeit? Ja. Erst Mitte des Partys, sehr schön. Sehr gut, hier ist sogar ein Enderman noch. So, hier hätten wir nochmals ein Skelett. Aber wo ist das Skelett spawnen, wenn das so viele Skelette hier sind? Keine Ahnung. Wenn wir genug Enderperlen haben, können wir auch das Endmal suchen gehen. Aber da müssen wir noch ein paar Enderaugen machen. Da ist nicht viel zu sehen. Schauen wir mal. Ein Enderman ist auch hier. Komm mal zu mir. Ist der jetzt auf mich aufmerksam geworden? Wo ist jetzt der Enderman? Er ist auf mich aufmerksam geworden, aber er hat mich verpasst. Ich möchte gern zur Hexe gehen und sie töten. Da ist die Hexe. Ah, da ist der Enderman jetzt. Was hat die gedroppt? Was ist das? Was war das? Oh. Seht ihr, wie gut ich bin? Ich kann einfach auf mehrere Monster mich konzentrieren. So. Komm mal, Enderman. Komm, du schaffst doch mehr. Du findest mich wieder. Komm, Enderman. Da ist er. Ja, Enderperle. Sehr schön. So. Wo haben wir hier? Das Wasser. Gut, das Wasser wäre weg. Das andere Wasser muss noch weg. Ah, schön. So ist mein. Und so macht Minecraft Spaß, wenn ganz viele Monster bei mir spawnen. Weil ich alleine auf dem Server bin. Easy. Easy Mode. So, was haben wir hier? Eine Quelle. Also, was ist weg? Aber hier haben wir nichts. Für einen zweiten Zombie. Level 25 schon erreicht. Sehr schön. Da kommt noch einer. Der ist mir aber egal. Den kill ich sowieso. Mein Kräfte ist zu leicht für mich. Noch keinen Schaden bekommen seit längerer Zeit. Nur vom Fallen. Ich bin einfach zu gut. Da oben könnten wir noch weiter. Ich hoffe, ihr habt noch keinen Spawner gefunden. Na, da waren wir schon. Wir müssen da weiter. Hier ist überall Lava. Das ist nicht gut. So. Eine Spinne ist hier gestorben. Ja, und jetzt müssen wir hier weiter. Hier ist sogar Sand runtergefahren. Dann haben wir hier einen Ausgang. Ja. Wow, sehr schön. Ah, ist das schön. Ich habe so viel Mod Minecraft, wo schwer ist, gespielt. Ich bin schon viel zu gut für Vanilla. Es hat alles gesehen, als hätte ich den Schuss zurückgelenkt. Und es geht ja in Minecraft nicht. Ah, Vanilla macht trotzdem viel Spaß, auch wenn ich Modded Minecraft momentan in Akkord spiele, in Rekordzeiten, zwei Ding. Momentan bin ich am Minecraft laden von Pixelmon, weil das Modpack ladet momentan sehr schlecht. Sehr lange braucht zum Laden. Tue ich es nebenbei einfach machen. So, wo hätten wir hier eine Höhle? Nirgends. Da haben wir schon wieder ein Enderman. Okay. Wie kommen wir jetzt zum Enderman? Enderman, ich möchte sie killen.
Sie sind ein Enderman. Oh, der hätte mich fast hier runtergeschossen. Okay, ich hätte sie überlebt, aber trotzdem. Buh. Das wäre nicht gut gewesen. Wenn der mich heruntergeschossen hätte und ich gestorben wäre, dann wäre ich so schnell nicht mehr hierher gekommen. Ah, oh, blöde Lava. So, wie mache ich jetzt das? Wie kann ich die Lava hier löschen? So. Dann löschen Sie sich hier. Herr Lavafall, löschen Sie sich bitte. Dieser Lavafall könnte ich ja löschen, muss ich aber nicht. Werde ich auch nicht. Er trifft nicht. Nein. So, ich werde jetzt hier mal ein bisschen nach einer Höhle suchen. Und noch ein paar Level machen. Ich werde mich an die Oberfläche buddeln lassen. So. Ja, nie nachmachen, was ich jetzt hier gerade mache. Genau wegen dessen. Wegen dessen. Genau dessen, Gravel. Das wollte ich nicht. Ich wollte nicht auf Gravel stoßen. Und auch nicht auf Lava, aber Lava höre ich wenigstens. Okay, hier oben hätten wir wieder die Oberfläche. Genau. So. Puh, habe ich Glück gehabt. Habe ich Schwein gehabt. So, Richtung Süden, ja. Hier hätten wir einen Sumpf, aber da brauchen wir nicht schon wieder Slimes. Dann gehen wir neben dem Sumpf entlang. Wir sind bei 3600 und 4000. In diese Richtung also. Um den Sumpf. Noch 8 Minuten, sehr schön. Wir haben genug Zeit für diesen Part. Hier noch auf Level 30 zu kommen. Was hätten wir hier noch für Tiere? Ich brauche doch ein paar mehr Kühe. Schade. Wenn wir hier noch Blumen hätten, könnten wir noch mehr Farben holen für die Schafe. Aber leider gibt es hier nur so pinke Blumen. Hier hätten wir noch eine Schlucht. Wollen wir hier runterspringen? So, was haben wir hier unten? Haben wir keine Höhle? Da drüben haben wir eine Höhle. Können wir noch ein bisschen Kohle abbauen für Level. Wir brauchen viele Kohle. Wir müssen viel brennen. So. Wie viel Platz haben wir noch? Bisschen Platz wegtun. Den Bogen. Den Iron Nugget lasse ich mal noch. Ja, das Gras. So. Das ist eine schöne Schlucht, aber leider nicht sehr effizient. Schade. Geh weg, Lava. Muss ich dich wirklich so entfernen? Nun gut. So, hier hätten wir ein Skelett und ein Creeper und ein Zombie. Ah, habt ihr gesehen, wie speziell ich das gemacht habe? Cool. So, wo sind denn die Spawner, die ich gerne hätte? Nicht hier. Schade. Sehr schade.
So, bald haben wir Level 30 LM bekommen. Erreicht. Leider noch nicht genug. Ja, wir hören auf, Kohle abzubauen. Es gibt so wenig Level. Ja, hier sind wieder überall Skelette, aber kein Skelett-Spawner. Das wäre doch optimal, ein Skelett-Spawner oder ein Zombie-Spawner. Ein Spinnen-Spawner wäre auch gut. Irgendwas finden wir da schon. Vielleicht hier oben? Nö. Irgendwann finden wir ein Skelett, einen Monster-Spawner einfach. Aber wo denn, wie denn, wann denn? Keine Ahnung. So, was von schade. Diese Pilze führen uns auch nicht zum Ziel. Ich höre keine Zombies, ich höre keine Skelette. Ich weiß es nicht. Wieso weiß ich es nicht? Weil ich nicht Minecraft-Entwickler bin. Die haben die Zombie-Spawner so selten gemacht und die anderen Spawner auch. Ich erzähle nur noch Mist. Ich weiß, dass ich Mist erzähle. Haben wir hier irgendwo einen Spawner? Haben wir überhaupt einen Stollen irgendwo? Aber nein, spawnt einfach gar nichts. Ich weiß es nicht. Es ist so schade. Ich hätte doch so viele Sachen farmen können. Ach Mist, hier ist auch nichts. So ein großes Höhlensystem und es ist nicht mal etwas drin. Das ist sowas von unfair, oder? Sowas von unfair. Ja, dann gehen wir nach oben hier. Das ist wieder an der Oberfläche scheinbar. Ja. Okay, dann gehen wir weiter nach Süden. Ich würde mal gerne sehen, wie das aussieht in der Farmwelt schon. Was wir erkundet haben. Aber eben, es geht ja nicht. Und die Farmwelt wurde ja auch nicht mehr einsehbar gemacht. Schade. So, dann sorgen wir uns mal für ein Boot. Da können wir nämlich gut segeln. So. Was könnten wir denn weghauen? Das, 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 das. Zombie Brain lassen wir noch. Können wir gut mitnehmen. Cobblestone nicht. Also, dann gehen wir mal nach drüben hier. Squids brauchen wir jetzt auch nicht ganz so viel. Aber Squids, also Tintensäcke, können wir gut zum Färben gebrauchen. Das machen wir dann noch. Ja, ja toll. Hä? Ich dachte, das wurde entfernt, dass die Boote an Ding weggehen, an Sea Leaves. So ein... Sowas von böse. Ach man, mein armes Boot. Und hier gibt wieder ein Biom, das ich gar nicht mag, das Birkenbiom. Ah, weil ein Birkenbiom findest du nicht. Nicht mal eine Höhle findest du da. Minecraft, also Mojang macht einfach neue Biome hinein und macht es so, dass es einfach nur scheiße langweilig ist. Wo wirklich nichts ist. Das ist einfach nicht getane Arbeit. Mojang macht seine Arbeit einfach mal nicht. Und das ist traurig. Das bitterarm. Für ein Minecraft-Spiel, da blutet das Herz, was Mojang gerade anrichtet. Das ist so schade. Okay, dann wäre auch der Part leider auch schon vorüber. Ich werde hier drauf dann noch das Ding machen. Ich mache mal den Wecker hier aus. So. Und wir gehen kurz noch zum Hexenhäuschen. Können ja beim Hexenhäuschen noch den Waypoint einstellen. Und ich mache dann noch den nächsten Part. So. Ein Zombie ist aber keine Hexe.
Hier hätten wir eine ein Skelett. So, also im nächsten Part machen wir das. Also bis denne, Dankeschön fürs Schauen. Tschüss.